Tja, nicht nur die Formel-1-Fahrer in Ungarn mussten heute besonders auf die Kühlung achten und aufpassen, dass bei der Hitze die Reifen nicht platzten. Auch in Deutschland wurde an diesem Wochenende an allen Ecken nach Abkühlung und Erfrischung gesucht. So ein Schirm hat heute in jedem Fall geholfen, aber auch Fächer für ein wenig frische Luft waren sehr gefragt. Genauso natürlich wie Eis in jeder Form. Der mit Abstand beste Platz allerdings ein Stückchen Strand und Wasser. Aber der Sommertag hatte auch seine Schattenseiten. In Bayern verformte die Hitze Schienen und in den Bergen kam es zu Bränden, die nur mit Mühe zu löschen waren. Und auch das hatte der Himmel zu bieten. Unwetter mit Hagelkörnern so groß wie Tennisbälle. Tja, das Wochenende hatte dieses heißeste Wochenende des Jahres, das war es ja in der Tat, hatte es in sich, Carsten Schwanke. Wird es denn so extrem weitergehen? Es wird zum Teil so extrem weitergehen. Das Thema Hitze müssen wir erstmal nicht mehr weiter beachten, zumindest nicht in den nächsten 4, 5 Tagen. Aber Unwetter werden uns weiter begleiten. Das gilt ganz besonders für den Südosten Deutschlands für morgen Nachmittag und morgen Abend. Aber auch jetzt in der Nacht gibt es noch weitere Gewitter. Zum einen ziehen Gewitter aus der Mitte Deutschlands in den Nordosten und in der zweiten Nachthälfte dann zusehends auch wieder neue Gewitter aus Frankreich Richtung Baden-Württemberg. Und die sind vor allem etwas kräftiger. Die werden sich hier morgen Vormittag regelrecht formieren. Dann wird es die stärksten Gewitter hier in Baden-Württemberg geben. Abziehende Schauer und Gewitter noch immer hier im Nordosten, die nach Nordosten weiterziehen. Im Nordwesten ist es vorübergehend mal trocken. Dann am Nachmittag passiert vor allem im Süden etwas. Von Baden-Württemberg rauschen regelrecht die Gewitter unter Verstärkung Richtung Bayern und dann weiter nach Osten. Das Achtungszeichen steht für Hagel, für Starkregengüsse und auch für Sturmböen. Also hier passiert morgen noch einmal das meiste. Am Abend kommen die Gewitter noch einmal zur Oberlausitz voran. Also auch hier kann noch mal etwas passieren. Einzelne Schauer und Gewitter sind im Westen möglich. Die Temperaturen meistens 22 bis 27 Grad. In den nächsten Tagen geht es dann sommerlich weiter, aber mit vielen Wolken und etwas Regen. Ab Donnerstag allerdings heißt es für alle wieder, der Hochsommer kehrt zurück mit viel Sonnenschein und heißen Temperaturen.